Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Marcel Hafke, ich glaube, die Andrea Asch hat das als Lob gemeint vorhin. Also das fällt mir ja manchmal nicht ganz leicht, aber ich habe es so verstanden. Da kommt immer so was Bissiges dann noch dahinter, aber das ist nicht böse gemeint. Also bei mir ist es so angekommen, ja. Ja. Ich habe mir eigentlich so ein paar schöne Sätze aus Delphin 4 rausgesucht und ich hätte noch ganz viele Begriffe und so weiter hier auch zitieren dürfen. Heute trinkt das Telefon einen schlauen Tisch, wenn die Gabel schläft, springt sie in den Abend und so weiter und so fort. Mich hat es nicht gewundert, als vor einigen Jahren meine mittlere Tochter beziehungsweise vor einigen Monaten mein Sohn an Delphin 4 teilnehmen mussten, dass zum Beispiel mein Sohn wirklich so gar kein Einsehen hatte, auch nur irgendeinen dieser Sätze nachzusprechen oder mit irgendeinem dieser Begrifflichkeiten irgendwas anzufangen. Ja? Bei meinem Sohn hat es dann letzten Endes erführt, also der hat sich halt komplett verweigert, hat bei der ganzen Nummer überhaupt gar nicht mitgemacht, hat keinen Ton gesagt und die Nummer war dann relativ schnell durch und Sie wissen, wie es dann letztendlich weitergeht. Also, wir sind ja schon zu fortgeschrittener Zeit. Ich fasse mich relativ kurz, Ali, weil ich mich schon auf Edward Snowden freue. Delphin 4 ist Blödsinn, völliger Blödsinn. Ich bin eigentlich traurig, dass wir den Antrag nicht schon viel, viel früher vielleicht gehabt haben. Spätestens auch im September, als wir die Aussprache zur großen Anfrage schon hatten, hätte der Antrag eigentlich auch schon kommen können, damit das auch auf den Weg hätte gebracht werden können. Was mich überrascht ist, ehrlich gesagt, Frau Kollegin Scharrenbach, ich habe so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass das eigentlich Konsens hier im Haus wäre, dass diese Delphin 4-Nummer, also die Sprachstandserhebung an sich, sagen wir mal vorsichtig, halt eben nicht ihre Wirkung zeigt. Ich bin also insofern halt schon ein bisschen überrascht, dass Sie doch so einigermaßen halt auch daran festgehalten haben. Aber gut, das ist ja durchaus Ihr gutes Recht. Ich bin da ganz gespannt, wie wir in der weiteren Debatte dann im Ausschuss damit umgehen werden. Viel spannender finde ich tatsächlich den Teil der Sprachstandsförderung, wie wir damit umgehen, wie wir den Kindern, die tatsächlich unsere Hilfe brauchen, die Hilfe von den Erzieherinnen und Erziehern tatsächlich brauchen, die wirkliche fachliche Unterstützung brauchen, um sich sprachlich weiterzuentwickeln. Da bin ich gespannt, welche Lösungen wir da finden an der Stelle, wie wir die Erzieherinnen und Erzieherinnen in diesen ganzen Prozess eben einbinden. Das sind diejenigen, die sich ein gutes Bild über die Kinder in den Kitas verschaffen können oder die ein gutes Bild über die Kinder haben. Wir müssen dann schauen, das ist ja auch gerade schon angesprochen worden, wie die Tagespflege damit einbezogen werden kann und diese ganzen Regelungen. Der SPD-Antrag greift einiges davon auf. Auch der FDP-Antrag geht da in eine durchaus sinnvolle Richtung. Die einzelnen Punkte, die unterhalb des ersten Beschlussfassungspunktes mit aufgeführt sind, da kann man sich sicherlich über den einen oder anderen Punkt so ein bisschen streiten, ob man eine Überprüfung eines neuen Verfahrens dann schon da irgendwie dadurch einengen muss, das weiß ich nicht. Ich freue mich jedenfalls auf die Beratung. Ein kleiner Hinweis halt an der Stelle noch, den kann ich mir nicht sparen, natürlich in Richtung Landesregierung, in Richtung Frau Ministerin Schäfer. Bei all dem, wenn wir eben gucken wollen, was die Erzieherinnen und Erzieher damit zu tun haben, welche zusätzlichen Aufgaben vielleicht tatsächlich auf sie zukommen, dürfen wir halt eben nicht vergessen, dass diese Fachkräfte schon viel zu tun haben in den Kitas, dass wir sie eben an anderer Stelle dann entlasten müssen oder halt entsprechendes Personal dann auch eben aufstocken müssen. Ich bin gespannt, freue mich auf die Beratung und in dem Sinne einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Kollege Dümmel, für die Landesregierung. Ich verstehe jetzt auch.